Genau, meine Damen und Herren. Na, jetzt wird's spannend. Das Klima retten ist besser als, ich komme gleich drauf, ist besser als was? Nicht gleich in den Tastenhorn zuhören. Dieses meiner Videos, die Erderwärmung mit dem Stefan Boltzmann-Gesetz nachgerechnet, also cool bleiben. Natürlich, ja, da stürzen sich dann die ganz besonders Klugen darauf und ich lese gleich mal vor, was die da zum Beispiel schreiben und naja, da sieht man gleich, wessen Geisteskind die sind, nämlich keinen Geistes, sondern irgendwas anderen. Ist auch nicht schlimm, man kann es den Leuten nicht krumm nehmen, ich habe mal nachgeguckt, Altersstruktur und Vorlieben solcher Menschen, boah, naja, ist klar, da muss man sich nicht wundern. Ja, ich hatte das aufgrund einer Berechnung eines Menschen gemacht, der hier gerne mitschreibt und der auch ziemlich kluge Beiträge schreibt, nicht irgendwelche sinnlosen Schimpfereien loslässt, war spannend. Und dachte ich, mal sehen, ob seine Rechnung stimmt. Ja, stimmt, komischerweise. Dass die Erde kein ideal schwarzer Körper ist und so weiter, ist alles klar. Darum geht's auch gar nicht. Aber selbst, man kann rechnen, wie man es will. Es wird nicht wärmer. Ja, je nochmal. Und schon gar nicht durch CO2 und schon gar nicht durch Menschen. Na denn, ganz kurz hierzu. Was hat der zum Beispiel geschrieben? Karl-Heinz Spock schrieb, ich habe den Rechenweg kurz überflogen. Die veränderte CO2-Wärmeabsorption, das ist schon Blödsinn. CO2 absorbiert so gut wie gar nichts, 0,000000 kleines bisschen. Alles andere ist Blödsinn. Da weiß man schon mal, keine Ahnung, aber davon jede Menge und dann nichts dazugelernt und die Hälfte vergessen. Es ist gruselig und solche Leute, man sieht es auch an der Schreibweise, und also alles klein geschrieben, weil man ja sicherer ist, dass man dann nicht groß und klein falsch geschrieben hat und so weiter und so fort. Hat keinen Wert, sich darüber drüber zu unterhalten. Ich habe ja auch alles schon gesagt. Beispiel, es gibt ja eine ganze Playlist, da habe ich diese Videos gesammelt, 32 oder 33 Stück, immer mal so ein paar Minuten, zum Beispiel die CO2-Lüge, Teil 8, gesunder Menschenverstand und die Richtmannsche Mischungsformel. Also man kann es rechnen, wie man es will, es wird nicht wärmer. Oder was das Wort Klimaleugner oder Klimaretter oder sowas mit zu tun hat, habt ein patsches Wochenende. Einfach mal reinhören. Also ich werde diese Playlist hier, die werde ich mal verlinken, dann kann man sich informieren, auch wenn man sonst was von Klimafanatiker ist. Es ist alles schon gesagt, es ist alles schon berechnet, es ist alles von Wissenschaftlern schon belegt worden, nicht von Mickey Mouse und Co., sondern das funktionierte schon. So, wie komme ich aber auf diesen Titel dieses Videos, das Klima retten ist besser als... Man sollte auch die andere Stimme hören, denn wenn die einen lobt, dann hat man was falsch gemacht. Ne? Und ich wurde ja schon mehr als beschimpft damals. haben sich viele Zeitungen darüber aufgeregt, wie schön. Ich habe mich damals gefreut. Egal, ich höre mir auch gerne mal die sogenannte Rede, Quatsch, die nicht, die höre ich mir nicht mehr an. Das war früher vielleicht mal sinnvoll, heute nicht mehr. Und zwar wurde heute in den Nachrichten darauf hingewiesen, im NDR Info, dass es Redezeit gibt und man könne schon mal was dazu sagen bzw. schreiben oder was auch immer. Das machen die immer gerne im Vorfeld. Und jetzt habe ich allerdings auf dieser Seite schon gesucht, Redezeit, die heutige Sendung ist ja noch nicht passiert. Also lässt sich da auch noch nichts finden, aber die Stimmen haben sie schon mal eingespielt und jetzt kommt der Satz, ja, ich habe mich schon gefreut, ich dachte, dass wir das mit den Heizungen, dass das jetzt nicht ganz so schlimm ist, das ist ja besser als gar nichts. Ne? Also im Prinzip, Klima retten ist ja besser als gar nichts, deswegen habe ich das so ein bisschen provokativ genannt. Wieso, seit wann lassen wir uns von Dummen vorschreiben, wie wir zu leben haben? Das ist ja albern, ne? Aber die meisten Menschen sind ja so, dass sie sich das lieber vorschreiben lassen, weil sie ja selber nicht denken können. Okay, haben wir ja alles gesagt, 90% der Menschen sind verblödet, deswegen auch ein Nachtrag. Was da psychologisch dahinter hängt, ja, alles schon erzählt, alles schon besprochen, ist nicht das Problem. Ich mache ja immer wieder solche Videos. Also Redezeit. So, und dann bloß mal, bin ich aber über folgendem Titel hängen geblieben. Und zwar Info, NDR Info, Redezeit, Schlaganfall bei jungen Menschen, welche Ursachen, welche Heilungschancen, dachte ich, na jetzt wird's spannend. Aber wir werden ja schon mal eingepeitscht. Das Problem, bei jüngeren Menschen werden die Warnsignale häufig nicht erkannt. Ja gut, das wissen wir auch. Aber wir wissen ja, wie man so eine hässliche
Argumentationsfolge aufbaut, ne? Aber viele der Risikofaktoren sind unabhängig vom Alter die gleichen. Und zwar Übergewicht, ja, stimmt auch. Rauchen, ja, mag sein. Bluthochdruck, ja. Und zu wenig Bewegung, ja, sieht man auch bei den Jüngeren. Die Männer sind keine richtigen sportlichen Männer mehr. Aber ist egal. Es können bei den jüngeren Betroffenen doch auch noch weitere Faktoren eine Rolle spielen. Jetzt wird's interessant, dachte ich. Nee, dachte ich nur. Hatte ich gehofft. Herzfehler zum Beispiel. Also Herzfehler zum Beispiel steht da. Dann kommt ein Komma. Störungen der Blutgerinnung oder im Fettstoffwechsel. Risse in der Kopf- bzw. Halsschlagader sowie genetische Faktoren. Ja, zum Schluss wird es dann wieder abgemildert. Dass da die andere Ursache, gerade bei jüngeren Menschen, nicht hinzukommt, das wird ja vorher schon mal sozusagen ausgeschlossen. Und wenn ich dann solche Stimmen im Vorhinein höre, ja, das ist ja ganz gut, ne? Das hat so, also ist ja besser, als wenn wir gar nicht heizen können. Ja, na klar. Wir sollen uns so einen Kram einbauen lassen. Aber so ähnlich gab es schon mal eine Sendung vor ein paar Tagen. Ich habe nachgeschaut. Und zwar 1,5 Grad Ziel gescheitert. Was müssen wir jetzt fürs Klima tun? Und jetzt hören wir mal so eine Art Schlusswort. Ich lasse einfach mal kurz diese paar Sekunden laufen. Die Moderatorin spricht von einer Zuschrift. Ich würde es gerne an dieser Stelle Noah Kunert zu Wort kommen lassen. Er hat uns eine Mail geschrieben aus Hamburg. Mein Name ist Noah Kunert, schreibt er uns. Ich bin 17 Jahre alt. Ich besuche ein Gymnasium, engagiere mich dort in der Klima-AG. Aus Gesprächen mit Mitschülern und Freunden höre ich viel Angst vor der Zukunft und den Folgen des Klimawandels. Mit Resignation und auch Wut nehmen wir das politische Handeln wahr. Ich würde mir wünschen, dass die Politik jetzt einen Klimanotstand ausruft. Noch nie zuvor war die Menschheit akut so existenziell bedroht. Angesichts dieser Ereignisse wäre ich absolut dankbar, für einen beschränkten Zeitraum auf Wohlstand und Freiheit zu verzichten. 5 Jahre Klimanotstand, aber dafür meine restlichen 80 Jahre lebenswert. Das schlägt er vor. Frau Jakob, Ja, lohnt sich da noch drüber zu schreiben. Ich weiß, jetzt werden viele schon lange in die Tasten gehauen, haben schon hier bei den ersten paar Worten oder hier bei den nächsten paar Worten. Das ist übrigens auch ähnliche Generation. Der ist 29, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, lohnt sich das da noch? Und das waren die eingefangenen Stimmen. Die sind natürlich, werden die anderen nicht genommen. Aber es ist gruselig. Echt gruselig. Ich sage lieber, sollen Sie sich doch mal bilden, Wissen erwerben. Wissen erwerben bedeutet ja, dass man etwas weiß. Also man muss sich bilden. So, und wenn man etwas weiß, dann kann man das Wissen kombinieren. Das nennt man Denken. Und dann kann man erst schreiben. Ja, ich weiß, die quatschen vorher und schreiben vorher. Ich hoffe, hier ist es wie in letzter Zeit nicht mehr so, dass schon gleich in die Tasten gehauen wird, sondern dass erst nachgedacht wird. Jetzt haben wir ja wieder was gelernt. Nicht, dass Klima retten besser ist als heizen, aber das Letzte sollte uns zu denken geben. Vielleicht schreiben wir darüber, aber Leute nicht rummeckern. Dass die alle blöd sind, wissen wir selber. Dass sie verblödet wurden, wissen wir selber. Dass die Politiker nur deswegen gewählt werden konnten, weil sie als Einäugige unter den Blinden gelten, ja, wissen wir selber. Lohnt sich nicht drüber zu schreiben. Vielleicht habt ihr eine Idee, liebe Leute. Was noch dahinter stecken könnte, außer das, was schon geschrieben wurde, immer mal vorher lesen, was schon geschrieben wurde, nicht, dass wir uns da allzu oft wiederholen, es wird albern. Mal sehen. Feuer frei, ich bin gespannt. Bis zum nächsten Video. Ich wünsche was Schönes. Jetzt kommen die entsprechenden Links zur Playlist und natürlich habe ich wieder um das Buch letzten Endes einen Link gemacht und für das Buch. Denn damit blende ich die Werbung, die Zwangswerbung auf YouTube aus. Ich kriege ja eh nichts davon. Na dann, alle guten Wünsche, bis zum nächsten Video. Tschüss, tschüss.